Wo ist die Fernbedienung? Versteckt. Nicht, dass dich eben um eine Andruckerei wieder anfängt. Heute wird Olympia geschaut und sonst nicht. Ja, ja, heute, morgen und übermorgen und jedes Mal bis am Morgen um 2:30 Uhr. Also die Olympiade, das ist doch kein Sportereignis. Das ist gezielte Nachtruhestörung, ist das. Das ist einfach kein Sinn für die olympische Bewegung. Deine olympische Bewegung kenne ich, du. Mit der rechten Hand den Fernseher anmachen und mit der linken Bombschips in dich reinstopfen. Schlägt dann dein Herz nicht auch höher, wenn du die olympischen Ring siehst? Also die einzigen Ringe, die ich sehe, sind die unter deinen Augen. Sport ist etwas Völkerverbindendes. Ja, also das stimmt. Jetzt das stimmt. Gestern bei diesem Fußballmatch, da haben sie ganze Völkerscharen müssen verbinden. So sind die aufeinander los. Jawohl. Das ist jetzt halt eben die gesunde Härte. Ja. Und dein Bierbauch voller Bombschips, das ist ungesunde Weiche. Ich denke nur Wunder, wieso du dich für die Olympiade dieser Wege interessierst. Du, die nicht eine einzige Sportart hast. Und? Du liest ja Rezeptbücher und kannst nicht kochen. Für wer auch? Du stierst ja schon beim Znachtewig in die Glotzkiste rein und schaufelst das Essen einfach so in dich hinein, ohne zu merken, was es ist. Die könnte man ja Stein servieren. Du. Nein, nein, also nein, heute ist nicht schon wieder, gell? Haben wir gestern gehabt. Oder übrigens ein guter Tipp. So. Wenn du das nächste Mal Geschwälte machst, dann solltest du vielleicht die Hötöpfel das erste Mal kochen. Ja, schon recht, schon recht. Morgen gibt es zum Znacht geschnetzelte die Turnschuhe an einer olympischen Soße. Ist das recht? Okay, dann ist jetzt mal ruhig. Schau da, da kommen die Kugelstösser. Da ist der Günther dabei, unsere grosse Hoffnung. Sag mal, muss der eigentlich nach der Olympiade seinen Namen ändern? Wieso? Ja, also. Vor dem Wettkampf fragt man sich noch Günther oder Günther nicht, aber nachher nicht. Also, hör mal, bist du gut. He? Also, wenn Tom Schnerre olympische Disziplin wäre. Ich weiss, dann hätte ich Goldmedaille. Sehr witzig, sehr witzig. Nein, dann dürftest du nicht einmal mitmachen. Die Olympischen Spiele sind nämlich für Amateur. Und im Tom Schnerre bist du Profi. Schau mal, du. Zieh den Trainerjacken ab. Oh. Wow! Hat der Postur, du weißt. Ja, gegen den ist ja der Dings da, der Stallone. Wie heisst das? Sylvester Stallone. Da ist ja da ein Mägeli Mucki gegen den. Ja, schade, hast du nicht so eine Postur. Ja, ich habe es halt mehr da oben. Begell. Ich habe schon immer gedacht, bei dir muss es da oben volle Muskeln sein. Darum hat es keinen Platz fürs Hirn. Ist so gut. Also, wenn ich ein Serweg viel trainieren würde, wie Günther, hätte ich gleich ein Serweg viel Muskeln. Also das Einzige, was du vom Trainieren hättest, wäre ein Muskelkater. In meiner Jugend bin ich sogar Bezirksmeister. In deiner Jugend? Mhm. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass sie im letzten Jahrhundert schon Kugelstossen hatten. Nicht Kugelstossen. Sprinter bin ich. Über 100 Meter. Ich meine Marathonläufer. Warum? Wegen meiner elastischen Postur? Nein, weil du einfach zum Davonlaufen bist.